Ich bin schon überlegen, ob ich nach Berlin ziehe. Also da bin ich schon am überlegen, dass ich wirklich nach Berlin ziehe. Komplett die Haushaltsauflösung machen. Erstmal wegen Job, ja. Ich habe euch ja gesagt, ich suche ja immer noch. Ich habe zwar Angebote, aber mich macht meine Entertainment-Welt ein bisschen mehr glücklicher als Arbeit. Das muss ich auch irgendwie wirklich sagen. Ist ja, ich habe ein Zertifikat, ich möchte gerne arbeiten gehen, ne? Mich macht meine Entertainment-Welt ein bisschen mehr glücklicher als Arbeit. Möchte gerne arbeiten gehen, auf der Straße singen, am Tag singen und in der Nacht dann einfach Ruhe. Ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und zwar in Steglitz oder so. Mein Öhrchen tut mir auch noch weh. Ich kann nicht mehr. Boah, ich sag's euch. So, da habe ich mir überlegt, eventuell nach Berlin zu gehen. Berlin ist eine große Stadt, da kann man leicht verloren gehen. Ist ja, ich habe ein Zertifikat, ich möchte gerne arbeiten gehen, ne? Möchte gerne arbeiten gehen. Karin ist eine eigenständige Person. Und wenn Karin sagt, ich komme mit, dann werden wir uns verbünden, dann werden wir zusammen eine Wohnung nehmen, ja. Ich sag's euch ganz ehrlich, guckt doch mal, wie das Gewebe hier hängt. Ich halte das einfach nicht mehr aus, Leute. Denkt ihr, ich werde da jemanden finden, der da meine Pölzerchen liebt, ihr Lieben. Ich habe so kleine Stickpölzchen. Hör auf zu rülpsen. Also ich will auf jeden Fall, nehme ich mit meinen Kühlschrank. Wir ziehen beide bei Mike ein. Ja, natürlich, Berlin stelle ich mir nicht einfach vor, aber ich weiß, dass ich in Berlin Erfolge haben kann. Also alleine schon. Da gibt's Bars, da kann man singen, da kann man Spaß haben mit den Leuten, ja? Ich möchte jetzt richtig genießen mein Leben. Ich möchte nicht mehr zu Hause alleine sitzen und irgendwelche Freunde abwarten, bis sie endlich kommen oder so. Ja, ich möchte, ne? Freude haben wieder am Leben. Ja, Neuanfang, genau. Natürlich möchte ich meine Karin gern mitnehmen, weil ich liebe die Karin. Ich liebe die so, ne? Karin, du kommst jetzt einfach mit. Ich liebe die Karin. Ich denke mal, jetzt ist die Zeit, wo ich es einfach wissen will und jetzt einfach sage, jetzt habe ich das Recht auch mal auf Liebe. Jetzt habe ich das Recht auch mal lieben zu können wieder, ne? Ich liebe die Karin. Ach, meine Karin. Also, ich kann ohne Karin gar nicht. Die ist Mitglied. Die ist Mitglied. Wie bitte? Die steht hinter mir wie eine Eins, Leute. Ich will nicht ohne Karin weg. Ich möchte mit Karin weg. Die ist Mitglied. Ne? Also ich will kompletten Neuanfang haben. Kompletten Neuanfang. Ich will was für meine Seele tun, für meine Zufriedenheit. Das wäre richtig cool. Also wenn Karin bei mir in der Nähe ist. Ne? Die ist Mitglied. Ich lasse meine Gefühle nicht mehr zu. Leute, alle teilen, liken und macht mal richtige Likes hier rein. Los. Und das ist mir so wichtig geworden. Ich bin schwul, hetero, bisexuell. Das ist mir so wichtig geworden. Aber ich möchte an meinem Leben was verändern. Und da wäre es für mich ein Neuanfang, eventuell in Berlin neu Fuß zu fassen. Hater können auch viel Positives bewirken. Sie machen ja Mundpropaganda. Die meisten sagen, der ist untertökelt, ne? Auf Deutsch gesagt. Nein, bin ich nicht. Ich brauche diesen SEX nicht, ne? Brauche ich nicht. Ich bin auch einer, der kann ohne SEX leben, ja. Ich brauche aber auch eine harte Person, die mir den Weg reicht. Also ich brauche jemanden, der devot ist, der mich so ein bisschen erzieht. Jemanden, der mich auf dem richtigen Weg bringt und mir nicht Honig um den Mund schmiert, ja. Der sagt Klartext, du läufst da und da lang und dann ist gut. Ja? Also jemanden, der mir den Weg zeigt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist für mich wichtig. Also ich mag es ja, wenn ein Mensch zu mir devot ist. Das mag ich. Ich bin ein absoluter. Ich mag das, wenn jemand devot ist. Ich brauche eine starke Hand, die mich fördert und mich leitet. Ich unterwerfe mich gerne, weil die Person dann die Macht hat über mich. Und das ist so interessant, ja? Das kann richtig kribbeln im Körper, ne? Wenn jemand so dominant ist und devot ist. Ah, ich liebe das. Ich brauche eine starke Hand. Ich mag das total. Tick-Tock, Tick-Tock. Obwohl die Smartphones sitzen, sie geballt und starr. Der Verstand verkümmert, die Blödheit sichtbar ganz und gar. Mit Fingern fettig, Wangen voll. Saugen sie den Schwachsinn und schreiben nur noch LOL.
Furzen live, das ist der Trend. Immer tiefer sinkt das Niveau. Egal, im Kopf ist alles gut gedämmt. Sinnloses Leben im Netz, das Hirn bleibt leer. Hauptsache es stimmen die Klicks. Intelligenz setzt sich nicht mehr zur Wehr. Sie schmatzen, sie furzen, das Mikro immer nah. Jedes Geräusch wird zur Melodie. Wie wunderbar, die Welt schaut zu, wie sie in Trägheit versinken. Wie ihre Hirnzellen leise verschwinden. So auch Kirsch wie der Adlige, die Krone auf Schrott. Frisst und furzt sich durchs Leben auf die Tok. Tick, tock, tick, tock. Wird immer breiter, depperter und unansinniger. Ach Gott. Er tanzt an der Stange für Klicks, die Würde längst fort. Sein Hirn hat er in der Sucht nach Fame längst verloren. Er spricht von Kunst, doch es ist nichts als Schrott. Erntet dafür von allen Seiten nur noch Spott. Positiv, komparativ, superlativ oder anders ausgedrückt. Dumm über Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock. Was dringt da in mein Hirn? Es macht Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock. Teilen, liken, kommentieren, das ist der Algorithmus, bei dem man mit muss. Teilen, liken, kommentieren, das ist der Algorithmus, bei dem man mit muss. Ein Leben auf TikTok, ohne Sinn und Ziel. Die Seele verkauft im Hirn, da ist nicht mehr viel. Schlaflose Nächte, Augen rot. Und was bleibt am Ende? Der geistige Tod. Und während die Welt im TikTok-Takt verblödet, das Hirn sich ertränkt und jedes Anstands entledigt, bleibt der Bildschirm hell und die Scham ist verödet. So auch Kirsch wie der Adlige, die Krone auf Schrott. Frisst und furzt sich durchs Leben auf die Tok. Tick, tock, tick, tock. Wird immer breiter, depperter und unansinniger. Ach Gott. Er tanzt an der Stange für Klicks, die Würde längst fort. Sein Hirn hat er in der Sucht nach Fame längst verloren. Er spricht von Kunst, doch es ist nichts als Schrott. Erntet dafür von allen Seiten nur noch Spott. Positiv, komparativ, superlativ oder anders ausgedrückt. Dumm über Tick, tock, Tick, tock, Tick, tock. Was dringt da in mein Hirn? Es macht Tick, tock, Tick, tock, Tick, tock. Teilen, liken, kommentieren, das ist der Algorithmus, bei dem man mit muss. Teilen, liken, kommentieren, das ist der Algorithmus, bei dem man mit muss. Positiv, komparativ, superlativ oder anders ausgedrückt. Dumm über Tick, tock, Tick, tock, Tick, tock. Was dringt da in mein Hirn? Es macht Tick, tock, Tick, tock, Tick, tock. Teilen, liken, kommentieren, das ist der Algorithmus, bei dem man mit muss. Teilen, liken, kommentieren, das ist der Algorithmus, bei dem man mit muss. Und so dreht sich der Wahnsinn weiter im Kreis, bis man überhaupt nichts mehr weiß. Doch schau in den Spiegel, was siehst du darin? Das Echo des Schwachsinns und es macht Tick-Tock, Tick-Tock. Tick-Tock, Tick-Tock. Tick-Tock.